Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kollegin Vogler von der Linken, ich weiß ganz genau, dass der Beauftragte der Bundeskanzlerin Günter Noge ein hervorragender Afrikakenner ist und dass er sich mit allergrößtem Engagement für eine Stabilisierung in vielen Teilen Afrikas einsetzt. Ich habe das selber auf einer Reise mit ihm nach Togo unmittelbar erleben können und deswegen sind Ihre Vorwürfe aufs Schärfste zurückzuweisen. Der Konflikt, das ist gesagt worden, ist das Resultat der Teilung, nachdem Kamerun deutsche Kolonie war, durch den Völkerbund in ein französisches und ein britisches Mandat, nachdem das Land dann 1961 zusammenfand mit dem kleinen, mit einem Teil, dem kleineren Teil, dem britischen und dem größeren französischen, ist, darauf ist hingewiesen worden, eine lange Zeit von Diskriminierung dieses englischsprachigen Teils Wirklichkeit geworden. Das ist umso bedauerlicher, als in diesem Teil des Landes gut ausgebildete Menschen leben, von denen übrigens auch nicht ganz wenige hier in Deutschland studieren und die auch in Irland zurückkehren und dort erfolgreich, auch unternehmerisch erfolgreich tätig sind. Das wollen wir, und das ist übrigens auch Teil unserer Entwicklungszusammenarbeit, natürlich auch jetzt und gerade jetzt stärken. Dazu muss aber eine Befriedung in diesem englischsprachigen Teil des Landes erfolgen. Und wie das geschehen kann, darauf hat es einige Hinweise gegeben. Ich meine, wir sollten, weil ja gesagt worden ist, wir sollten die Entwicklungshilfe ganz aussetzen, unbedingt daran festhalten, nicht nur mit den Initiativen des BMZ, zum Beispiel der sogenannten grünen Innovationszentren. Das sind Plätze, wo zum Beispiel in Kamerun Menschen ertüchtigt werden, werthaltige Kakaoerzeugnisse herzustellen, die auch auf den Weltmärkten zu guten Preisen verkauft werden können. Es gibt aber auch, und das ist mir ganz wichtig, eine große Unterstützung für diejenigen, die in den Kirchen dazu beitragen wollen, Moderation dort zu leisten. Und ich glaube, die mögliche friedensstiftende Wirkung der Kirchen ist nicht gering zu schätzen. Ich habe mit einer Dame aus Kamerun gesprochen, die Miserior mir hierher vermittelt hatte. Und ich halte das für ganz wichtig, auch wenn ich sehe, dass selbst innerhalb der Kirchen ganz unterschiedliche Auffassungen einstweilen existieren. Was ich aber zum Abschluss und aber gleichzeitig auch ins Zentrum rücken will. Dieser Konflikt, der muss europäisch gelöst werden. Und wenn wir, die FDP ist ja dieser Auffassung auch sehr stark, sukzessive eine gemeinsame europäische Außensicherheits-, Verteidigungs-, aber eben auch Entwicklungspolitik auf den Weg bringen wollen, dann wird das natürlich ein Lackmustest sein, wie wir in einem solchen Konflikt, wie er in Kamerun existiert, wirklich gemeinsam arbeiten können. Und Deutschland und Frankreich sind diejenigen, die hier gemeinsam arbeiten müssen. Und Deutschland und Frankreich müssen hier zusammenarbeiten. Das ist sicher ein Weg, wo wir miteinander auch noch intensiver sprechen müssen, weil natürlich Frankreich durch die langen Beziehungen und auch durch die Interessen, die es dort verfolgt, häufig einen eigenständigen Weg geht. Und ich würde mir sehr wünschen, Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Und Günter Noge ist, ja, ich lasse die Zwischenfrage zu. Herr Kollege von Marschall, Sie haben das gerade so schön erwähnt. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass wir als allererstes die Nachfolgestaaten der deutschen Kolonialzeit in Kamerun, nämlich Großbritannien und Frankreich, als allererst in der Verantwortung auffordern müssten, friedensstiftend dort zu wirken, bevor wir uns engagieren? Kollege Hampel, ich habe gerade ausgeführt, ich finde, wir sollten das gemeinsam europäisch machen. Ich weiß, dass Deutschland in Kamerun einen hohen Ruf genießt, dass Deutschland dort sehr geschätzt wird, dass auch unser entwicklungspolitisches Engagement geschätzt wird. Und insofern denke ich, und das ist mir wichtig, dass wir es am besten gemeinsam auf den Weg bringen. Das war auch das, was ich gerade mit Blick auf den notwendigen Dialog, den wir im Zusammenhang mit Frankreich auf den Weg bringen müssen, jetzt machen sollten. Ich weiß, dass Günter Noge auch mit seinem Kollegen, seinem Pendant, das ist sozusagen der Abschluss meiner Antwort, dass mit seinem Kollegen, seinem Pendant in Frankreich in intensiven Gesprächen ist. Aber es ist natürlich auch ein Weg für Frankreich, sich zu lösen von einer stark bilateralen Beziehung zu diesen Ländern und diesen Weg gemeinsam mit
uns mit Deutschland zu beschreiten, um ihn schließlich in einen europäischen Weg einmünden zu lassen. Das ist mein Wunsch, den ich formulieren will an diesem Tag, und das ist auch mein Wunsch für die Zukunft einer gemeinsamen europäischen Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Ute Vogt.